Ja gut, wird schon klappen. Wird schon klappen. Jetzt habe ich gerade nur Inke gedrückt, ne? Das war jetzt ein bisschen just in time. Sudala, wir haben halt Boostering, ne? Wir sind weit in der Den großen willst du eigentlich bei Boostering-Wochen nicht drin haben. Was zur Hölle? Warum sind die denn hier mitgekommen? Was? Naja, komm, dann machen wir sie einzeln. Ich verstehe es nicht. Der hätte jetzt eigentlich... Ich hab mich da drauf geschossen. Ich bin extra hingelaufen. Was zur Hölle? Bin ich jetzt blöd? Ich bin hingelaufen, anscheinend irgendwie hab ich sie nicht erwischt. Okay. Ich heb mal meinen Kick auf für den großen, ne? Was ist denn der Shami bitteschön gestorben? Bitte haben die jetzt noch einen Kick ready. Jetzt habe ich den anderen gekickt, ne? Boss-Buff, dass die an den Trash-Cast sterben, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Na gut, so einen krassen Schaden haben wir leider auch nicht dabei, ne? Ich hab gedacht, dass da ein Ticken mehr geht. Jetzt tun wir mal ein bisschen defensiv. Also für die Gruppe, ne? Für mich ist es ja egal. Kriege jetzt von den Casts nicht so krassen Schaden, aber irgendwie die Leute sind jetzt einfach gewonshottet worden, ne? Von den ganz normalen Casts. Das verstehe ich jetzt irgendwie auch nicht so ganz. Also klar, es ist 20, aber es ist halt Trash-Buff, ne? Boss-Buff. I don't... Oder? Doch, es ist tyrannisch, ja? Es ist Boss-Buff. Verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Eigentlich sind die jetzt nicht so dangerous. Ich hasse das, dass das hier irgendwie... Manchmal muss ich ja 10-mal draufklicken, bis ich mitgenommen werde. Ah, Warrior hat jetzt schon ein bisschen Schaden gemacht. Jetzt haben wir halt schon 2 Tode. Eigentlich bei den Trash, die gar nichts können. Naja. Schauen wir mal. Das ist halt der letzte, den ich in Time brauche, ne? Dann wären wir nämlich durch mit M+. Einer der skrupelloseren Schlundgebundenen nähert sich. Dann wären wir durch mit M+. Na gut, dann hau ich in die Inka rein. Es ist, mir wurde ja das letzte Mal hundertprozentig versichert, dass ich mit dem Cleave-Damage nicht die Gruppe über den Boss wegcleaven kann. Bin mir gleich mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Holy, okay. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich unsicher bei dem Heiler fühle, aber ich fühle mich ein bisschen unsicher bei dem Heiler. Obwohl eigentlich Shami ultimativ strong ist, ne? Eigentlich. Okay, er caged einen. Ja gut. Ist wahrscheinlich sinnig. Ich wollte jetzt nicht auf die Orbs switchen. Weil der Kick muss eigentlich durchgehen. Sie sollten mehr auf den Goliath gehen. Sonst ist der gleich geboostert des Jahrtausends. Ich kick jetzt hier instant. Normalerweise kickst du late, weil du viele Mobs zu kicken hast. Und wenn wir einen Doppelkick haben, ist halt saudumm, ne? Und das passiert so oft, dass dann 3 Leute ihren Kick aufsparen auf den einen Cast. Den jetzt, also eine Millisekunde später rausholen, wäre besser gewesen. Dann hätte der halt, ne? Dann hätte der halt nur abstecken können. Ich weiß gar nicht, ob der Boss eigentlich auch hochbolstert. Der wird mich jetzt halt übelst verdreschen. Der Boss.
Niemand wird verschont! Okay, das haut schon raus. Ich ziehe ihn jetzt dazu. Okay, das drückt mich ganz schön gewaltig. Okay, jetzt kann ich dann einmal reinkonvorten. Kein Ausweg. Die Convoke hat die Ding verräumt, ne? Hat die Orb verräumt. Ist natürlich eigentlich bitter, wenn das passiert. Kein Ausweg. Also mir wurde gesagt, dass der Cleave vom Boss nur mich trifft, dass das keinen anderen trifft. Aber ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sicher. Ich zieh ihn mal nicht hin. Ich habe keinen Bock, die Milis wegzukleven damit. Oh boy, jetzt hat er da reingevoidet. Kein Ausweg. Puhu, der DH, ne? Drehen trotzdem mal raus, man weiß ja nie. Ah, nee, ich zieh ihn da hinten nicht hin. Wisst ihr warum? Mir ist da einmal... Oh nein, hat sich der Heiler wegsnacken lassen? Ich bleibe im Link-Totem stehen. Euer Untergang erhebt sich. Das Problem ist, ich habe einmal den Boss hier hingezogen, wo der Mob steht. Und der Fuck-Boss ist resettet, ne? Da hatte der auch nur noch ein paar Leben. Ich laufe da nicht mehr raus. Das ist einfach... zu gefährlich tatsächlich. Spürt meinen Zorn. Wir haben jetzt schon echt ewig gebraucht. Ihr werdet niemals siegen. Na komm, scheiß drauf, ich muss den Mob kriegen. Eigentlich wollte ich jetzt hier keine Inka ziehen, aber... Ich hasse diese Mobs, ne? Der eine hat sich jetzt zu mir geportet. Das kann ich mir nicht erzählen. Das Ding ist, manchmal, wenn du hier stehst, kommen sie nicht runter. Alter, der eine ist jetzt auch schon wieder entkommen. Die sind saudumm, die Mobs hier. Also das sind eine der beschissensten Mobs, wie ich finde, in der Instanz, ne? Habt ihr gesehen, die haben sich rumgeportet? Keine Ahnung. Ich hasse die Viecher. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, ne? Dass der Endboss ätzend werden wird. Das Ding ist, das letzte Mal, als ich hier drin war, ist der Endboss weggenappt beim... ist der Heiler beim Endboss weggestorben. Und der Shami scheint mir jetzt auch so ein Kandidat dafür zu sein... der auf den Sack kriegen könnte. Na, ja, ein bisschen Heilung rein.
Wir haben relativ viele CC-Sachen, also die... Das müssen wir den Leuten lassen. Da kommt ein, kommen Stunts, kommen Interrupts, also das ist auf jeden Fall da. Holy shit. Was sind wir rausgekommen? Okay, da weichen wir jetzt mal aus. Auch raus. Den Vier musst du echt immer aufpassen, ne? Den tun ständig hier ihren scheiß Bash da machen. Ne, den kicken wir jetzt mal. Na, hat der Rock auch drauf gekickt. Aber gut, wir haben auch eine sehr starke Interrupt-Gruppe, ne? Also ich glaube, besser geht's nicht. Gut, du hast einen Tank, der kann schnell interrupten. Und dann hast du 3 Melees und einen Shami-Heiler. Also wenn wir an Interrupts sterben, dann weiß ich auch nicht. Also eine bessere Interrupt-Gruppe kannst du gar nicht haben. Ich habe hier schon gesehen, dass vor allem, glaube ich, die Haas hier rüberspringen können, einen Ticken früher auf der anderen Seite sind. Aber wenn der Tank nicht da ist, bringt's dir halt eigentlich, ehrlich gesagt, gar nichts. Ich will jetzt bei denen mal nichts ziehen, dann kann ich beim nächsten... Wie mal das rentieren alle. Dann kann nämlich hier Inka reinziehen. Ach, der wollte einen rausnehmen. Ja, das war jetzt... Würde ich jetzt rausgehen, wenn ich der DH wäre. Okay, da hat er gefressen. Ach, der Shami hat den gekickt. Dachte mir jetzt, komm, hier gibt es eigentlich jetzt nichts, was ich unbedingt kicken muss. Da kann ich jetzt mal random so ein bisschen reinlatzen. Na, jetzt haben wir die natürlich ein bisschen hochgeboostert. Okay, zieht einen Link, okay. Weißt du was, ich kann hier eigentlich convoken. Räumt halt auch ganz gut die Orbs weg, ne? Es ist zwar gewastet. Was das für Symbole sind, ja, das ist ein PvP-Addon, was totaler Rotz ist, was ich hier nicht brauche. Gut, ich könnte mir die Kicks von den anderen Leuten anzeigen lassen, ne? Aber ihr seht, das ist überlappt. Das brauche ich hier eigentlich nicht wirklich. Und, nice, ich habe es rausgeholt. Das muss ich eigentlich ausschalten. Aber da ich jetzt in letzter Zeit Addons bei verschiedenen Sachen alle ausmachen musste, dann habe ich wieder alle einfach angemacht für anderen Content und habe da nicht mehr explizit geguckt. Eigentlich habe ich das nur in der Arena, dass ich da so ein bisschen die Cooldowns sehe, ne? Auch von den Feinden vor allem. Dass ich da ein bisschen abtimen kann. Jetzt sollte ich vielleicht laufen gehen, merke ich gerade. Hier bei den Dots. Genau, bleibe ich an dem Tisch hängen. Alles klar. Zum Glück hat er nicht restackt. Okay. Ja, der Trash sollte hier halt gar nicht das Problem sein. Schwierig. Hallo, nimm mich mit. Schwierig wird es dann halt eher bei den Bossen, ne? Ich glaube mal, der zweite Boss, der ist jetzt mittlerweile auch beschnitten ohne Ende. Nein, sie haben mich erwischt. Ich habe extra Dornen als erstes gezogen. Okay, wenn ich ein paar mehr Stacks habe, dann gehe ich flitzen. Noch geht's. Warte. Nein, weil ich einen Disconnect habe, ist mein Typhoon nicht mehr in der Leiste. Das habe ich... Fuck, wo ist der Typhoon? Ich habe mir das vorher rausgezogen. Okay, einfach während dem Combat den Typhoon wieder in die Liste ziehen. Ist halt sau dumm. Alter Schalter. Die haben mich nochmal gedottet. So, jetzt haben wir den Typhoon auch in der Liste. Okay, die Mobs kommen gerade an. Ich pull die noch. Halt, warte, den dicken pull ich nicht dazu. Weil sonst wird der bloß geboostet ohne Ende.
Eigentlich könntest du den dicken Easy hier reinpullen, aber ich habe das letzte Mal gemacht und dann sind wir gewiped. Deswegen mache ich das jetzt hier nicht. Obwohl es wahrscheinlich mit dem Kicks, es wäre eigentlich kein Stress. Ich habe Inka am Laufen, es sollte gar kein Stress sein. Aber ich mache es jetzt extra nicht, weil im letzten Run sind wir genau an der Stelle gewiped, als ich in die Gruppe in den Großen reingezogen habe. Ne? Normalerweise spielst du den Großen mit den drei Kleinen, aber ja, weiß nicht, wie die Damage-Stop machen, ne? Und wenn der da hochbolstert, das brauchst du eigentlich auch nicht. Deswegen habe ich es jetzt auch mal nicht gemacht. Machen wir das mal vorsichtig. Ich weiß gar nicht, was bringt denn deren Prozenten? 2 irgendwas. Wir müssen mal halt schon spielen. Also, es gibt viele, die lassen den aus, weil der dauert auch einfach lang, unverhältnismäßig. Aber der bringt 2 irgendwas, das holen wir, glaube ich, oben nicht rein. Ne? Ich war, glaube ich, 1 irgendwas drüber. Da muss ich dann bloß wieder noch ein anderes Pack spielen und das will ich eigentlich auch nicht. Weil er diesen komischen Sauger da macht, ne? Dann hat er seine Kackschild und dann dauert das halt immer ewig. Jetzt habe ich halt für die ätzendste Gruppe keine Inka ready. Optimal. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Kyrianer haben, der sperren kann oder so. Also das ist halt hier definitiv die ätzendste Gruppe in dem Laden. So, jetzt ziehe ich Convoke. 50 Sekunden habe ich auf Inka noch. Ich habe noch keine Wall gezogen, ne? Ich habe jetzt erstmal die Heilungen, weil die werden nachher wieder ready. Und uns dann drauf. Mensch, ist es nur halbwegs safe. Jetzt sind die halt ein bisschen geboostert, die Kollegen. Ich habe nur beide Walls. Okay, jetzt, ich ziehe jetzt meine Wall. Das ist zwar jetzt noch nicht so knapp, aber wir haben es ja, ne? Danach kommt eigentlich erstmal der Boss, der Reuse nicht. Weiß nicht, ob ich mir den Speer jetzt hier defensiv hingelegt habe, dass ich die kiten kann, aber das geht eigentlich so. Den kannst du theoretisch auslassen. Ihr nähert euch einem mächtigen Diener des Kerkermeisters. Das ist ja die Frage. Ich kann jetzt bei dem Single-Target-Typen Inka ziehen, was eigentlich wasted ist, aber ich habe jetzt einen Single-Target-Typen, dann der Boss des Single-Target und danach habe ich nochmal so einen großen Typ, der auch Single-Target ist, also ziehst du lieber gleich hier, dann kann ich sie bei der Gruppe danach wahrscheinlich nochmal aktivieren. Der Boss wird wahrscheinlich jetzt 5 Jahre dauern. Vermutlich. Die Ketten kann ich ein bisschen reinkleven. Nehmt die Macht der Bestie. Ihr braucht sie für die kommenden Gefahren. Eiler hat Mana, das sieht gut aus. Hier werdet ihr sterben. Hier verschwinden ja mittlerweile die Orbs. Ich kann in der Zwischenphase, kann ich glaube ich convoken. Meine Schnelligkeit ist unübertroffen. Erlebt wahren Glanz. Bin schon überlegen, ob ich ihn weiter wegziehe, weil ich habe eine volle Melee-Pack-Gruppe. Ihr könnt meine Geschwindigkeit nicht übertreffen. Ernsthaft, ich bin so schlecht, ne? Von dem einzelnen Ding habe ich mich halt treffen lassen. Aus den Schatten beobachte ich euren Untergang. Ihr könnt meine Geschwindigkeit. Eure Sehkraft ist euer Untergang. Es in der, wo ganz viele kommen, habe ich mich nicht treffen lassen, aber das Einzelne hat mich mitgenommen.
Also. Achso, jetzt darf ich nicht aus dem Speer rausziehen, ne? Hat sogar relativ viel Schaden gemacht, ne? 20 Bosswaffen, weißt du schon? Ihr könnt meine Geschwindigkeit nicht übertreffen. Na gut, den ziehen wir jetzt da nochmal. Also normalerweise, früher hast du immer sehr nah beieinander gelassen. Aber ich habe jetzt halt, dann ist es halt eigentlich für Ranges leichter zu dodgen. Aus dem Schatten beobachte ich euren Untergang. Meine Schnelligkeit ist... Eigentlich brauchst du bloß auf das gucken, was am nächsten dran ist. Die anderen fliegen ja eh einen Ticken länger. Finde ich dann eigentlich nicht so. Dann geht's eigentlich echt. Ich habe versagt. Sagen wir nur 17 Minuten. I don't know, ob das reicht, aber könnte. Hast halt hier schon noch ein bisschen Kacksachen zu machen. Kacksachen zu machen. Also wir machen jetzt den einen großen quasi... Dann laufen wir seitlich vorbei und dann kommt eines der ätzenderen Packs noch. Das ätzendste haben wir, glaube ich, schon, aber das ist halt nervig, weil du darfst da nicht adden. Da brauche ich eigentlich einen Range-Kick, ne? Ich weiß nicht, ob der Heiler das checkt, dass wir den einen großen... Das werde ich vielleicht gleich nochmal schreiben, dass wir dann einen gleichen Range-Kick drauf brauchen. Werde ich, glaube ich, nochmal schreiben... Ach, der eine holt den... Aber warte mal, hä? Holt, wir haben den Kyrianer? Wir haben halt einfach einen Kyrianer. Ein großes Übel weilt in der Nähe. Und er hat vorher den... Was? Warte mal. Hat er vorher einfach den ersten gar nicht geholt? Weil normalerweise, diese eine fette Gruppe, wo ich gemeint habe, das ist die ätzendste, ne, hier und da. Warte. Ich könnte... Ah, ich habe Ding noch nicht ready. Ich könnte den eigentlich convoken. Ne, scheiß drauf, der ist fast tot. Speis mir für die nervige Gruppe auf. Die hätte er ja sperren können, dann... Gut, wir haben es jetzt so auch geschafft, ne? War kein Stress. Hat der DH das gerade absichtlich rausgebracht? Wait. Hat er... Also, wenn das geplant war, dann war das ziemlich nice gemacht, weil wir alle in Midi-Range stehen. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob das nicht eher Zufall war. Ich hoffe, das sind nicht Adden. Okay. Den einen hat er gesappt. Wollte gerade sagen. Fuck. Okay, der Shami kann noch wieder. Desorientieren wir den mal. Ah, jetzt haben wir auch wieder zwei gekickt. Auf den kann noch jemand, ja. Aber wir haben, also eigentlich dürfte da nichts durchgehen. Wir haben so viele Kicks. Nee, den spielen wir schon. Die dunkle Magie des Schlunds. Lasst ihre Quelle versiegen. Also theoretisch kannst du den Frosttypen auslassen, ne? Aber ich sag mal so, bei einem Endboss, wo du moven musst, 50% slow, das geht alles. Aber ich hau lieber eine Minute den Typen um, als dann beim Endboss, dass die Leute nicht aus dem Movement-Shit rauskommen. Das ist immer ein bisschen blöd, ne? Vor allem bei Boss-Buff willst du da echt ein bisschen gucken. Ihre Macht an euch. Also der hat eigentlich solche Kack-Trades, ne? Aber wir können ja durchstealthen, ja richtig. Wir haben Schurken, ja, nice. Dachte ich wieder, da wird mir bestimmt wieder einer rippen.
Hier kriegen wir halt scheiß viele von den Explodingern, ne? Ja gut, da wird ein Explo hinter der Ding hochgehen, aber es macht ja nichts. Dass die auch boostern? Ich dachte, Non-Elite boostern nicht mehr. Aber die boostern tatsächlich alle. Okay. Komm, ich potze sogar hier. Achso, jetzt haben wir nicht geguckt, wer saugt, ne? Na gut. Also ich kann... Dev-CDs kann ich einmal auf jeden Fall... Wer uns im Weg steht, geht unter. Komm, ich inke jetzt hier rein, scheiß drauf. Ich habe jetzt eh dann Single-Target-Mobs noch. Oh, der, der leckt ein bisschen. Also wenn, dann lag ich oder der laggt ein bisschen. Okay, wir brauchen hier gerade schon echt lang. Ja gut, also der Rogue könnte wahrscheinlich mit Cloak saugen. Und ich halt als Tank, ne? Der Rogue hat nichts geschrieben, aber wahrscheinlich lasst er mich als Tank saugen. Uff. Also eigentlich würde ich jetzt hier ganz gern reinkonvoken, aber dann sterbe ich, wenn ich jetzt aus dem Bären gehe. Okay, noch ein Ding schaffe ich nicht, ne? Der muss jetzt halt auf jeden Fall sterben. Oder der Rogue sorgt. Ihr müsst vernichtet werden. Na gut, 30% hat er. Soll ich jetzt einfach einen Bären reinkonvoken? Da unten noch. Ich glaube, es ist sogar eine Orb durchgegangen, oder? Ist einer an mir vorbeigeflogen? Wisst ihr was? Ich konvoke jetzt einen Bären rein. Scheiß drauf, Delay. Was nicht. Es wäre eigentlich so... Also ich hätte so viel Schaden machen können, wenn ich in der Eulengestalt, ne? Vernichtet werden. Wenn ich da reingehe, Jolot hätte, aber das hätte mich, glaube ich, genatzt, ne, Werpen soaken. Ich habe halt leider dann gleich nichts mehr ready. 30 hat er noch, 30 Energie, 9%. Ja, das müsste eigentlich reichen. Dass wir nicht mehr soaken müssen. Ihr müsst vernichtet werden. Ja, das reicht. Easy. Oh, er steht halt drin und fängt seinen Cast an, ne? Gefährlich. Irgendwie nimmt er mich immer als letztes mit, ne? Ich weiß auch nicht. Genau, mir fehlen nur noch hier die Spitzen des Aufstiegs. Das ist mein letzter Key, den ich in 20 brauche. Dann habe ich alle 20 in Time und dann sind wir mit M+, zumindest für meine Verhältnisse, fertig, weil mir geht es ja nur um die Heldentaten. Das Score interessiert mich jetzt halt relativ wenig tatsächlich. Relativ wenig interessiert mich der Score. Ah, der hat seinen Kyrianer-Speer dahin gemacht, ne? Und da landet natürlich der Ding. Aber kriegt er da noch Schaden? Wir haben einen Boss-Buff, ich würde es nicht beim Trash machen.
Ach, dem kann ich ausweichen, ne? Da war ja was. Ich ziehe jetzt hier auch nochmal Inka. Kann ich wieder ausweichen? Also das da reinhauen. Jetzt macht er seinen Cleave nochmal. Huhu, das war jetzt ein bisschen gefährlich bei den ganzen Melees. Der ratzt halt jetzt dann gleich, ne? Normalerweise ziehst du bei dem HT, aber... Ach, jetzt hat er da den Ding... Das Erdele hat er gesehen, zieht er den Erdele in die... in der Void drin. Es hat... Ach. Spot, Ele spottet mir halt jetzt die ganze Zeit rein. Ich krieg den da halt jetzt nicht raus. Ach, dieses Erdele, echt. Kack, Erdele, echt. Muss ich jedes Mal wieder raustaunten? Ach komm, muss er denn immer deinen Speer da hinlegen, wo ich... Ja gut, wir sind halt nur Leute in der Nahkampf-Range, ne? Also das Erdele hat hier mehr behindert, als es geholfen hat, das sage ich euch ganz ehrlich, weil er jedes Mal in der Void steht, der Boss, und ich ihn dann wieder raustaunten muss von dem Erdele. Wir haben 6 Minuten, das sollte eigentlich für den Endboss reichen, wenn jetzt keiner verkackt. Stellt halt ein Feast auf. Okay. Let's go. Die Zeit der Verschmähten bricht an. Ich kann eigentlich ein paar Mal... Komm, ich ziehe jetzt mal Convoke am Anfang im Bären einmal. Ich kann eigentlich ein paar Mal Convoken. Ich glaube, da sollte man sich jetzt auf keinen Fall treffen lassen. Warum macht der DH keinen Schaden auf dem Boss? Also... Na gut, er hatte den. Die Void. Wollte es wahrscheinlich nicht in der Kuppel ablegen. Ich würde mich schon mal interessieren, was er an. An Damage macht. Wenn er einen durchcharged. Ich habe so die Befürchtung, dass der Shami mit dem Charge seine Bekanntschaft machen wird. Das würde es halt gleich richtig damagen. Verendet unter den Wolken. Deswegen meine ich, der Slow ist wahrscheinlich hier nicht so gut dann. Sterbliche, nehmt meinen Speer. Muss jetzt warten. Warten. Da habe ich halt ein paar Stacken. Ja gut, geht eigentlich. Ja, das ist eigentlich die Gefahr, die gefährlich ist. Komm, ich pot jetzt sogar. Dieser Speer soll euer Herz durchbohren. Komm raus da, aus dem Schild, okay. Letztens wollte mir jemand erzählen, dass der Boss gar nicht mehr das Schild abkriegt, aber er hatte vorhin auch den Buff. Also, wenn du es in das Schild reinziehst, kriegt der Boss halt auch weniger Damage. Dieser Speer soll euer Herz durchbohren. Na, seht ihr, der Boss hat auch den Debuff drauf. What the fuck, warum hat er ihn da reingetauntet? Ich werde euch niederstrecken. Sitzen versehen. Ja super, jetzt habe ich den Kack. Kriegt er trotzdem den Damage? Aber er hat doch hier, er hat auch das Schild. Ah nein, er kriegt... Kriegt er nur von der Fähigkeit nicht mehr den Schaden? Okay.
Das ist dann anscheinend nur die Fähigkeit, dann hatten beide recht, ne? Er hat zwar den Buff, aber der macht nicht allgemein den Schaden runter, sondern nur von der Fähigkeit. Mann, dass dieser blöde Flügel da noch drin ist. Wie lange haben wir denn noch? 2 Minuten. Jetzt könnte ich nochmal in der Dingsgestalt reinkonvoken, in der Eulengestalt. Ich werde euch niederstrecken. Aber ihr habt anscheinend recht, ne? Das ist nur die Fähigkeit. Na ja, gut. Warum positioniere ich ihn dann immer so schön am Rand? Das ist ja dann nur total für den Sack eigentlich. Okay. Easy. First try, ne? Hier. 13 Score hat das jetzt plus gebracht. Ich habe irgend so ein Ding. Ich weiß gar nicht, auf was für ein Lootsback Wild hat. Keine Ahnung, das ist, glaube ich, nicht gutes Trinket. Ich hätte lieber den. Na gut, den Stab brauche ich jetzt hier mittlerweile auch nicht mehr. So, Dollar. Dann hätten wir das auch fertig. Gut. Jetzt haben wir alle auf 20 in Time, oder? 2, 3, 67. Gut, ich habe die Zweitkeys teilweise nicht so hoch, ne? Hier habe ich einen 16er. Einen depleteten 16er habe ich hier als Zweitkey. Ein 18er. Na gut. Auch ein 18er, ein 19er. Hier, das ist ja wirklich traurig. Eine pleatete 16er ist Zweitkey. Aber die haben wir alle durch. Und dementsprechend haben wir auch. Wo sind sie denn? Achso, warte mal. Ich kann ja einfach bei Achievement selber reingucken. Hier die ganzen Heldentaten und auch damit die Ports einmal. Wo haben wir es denn? Shadowlands Ports, genau. Die haben wir jetzt alle. Und damit bin ich eigentlich für die Season mit M+ durch. Viel höher. Den Score werde ich wahrscheinlich nicht machen. Und ja, dann soll es das für die Aufnahme gewesen sein. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.